Grüß Gott, Herr Müller. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Nein, das wär's ja nicht. Sie haben mir doch einmal diesen trockenen Rotwein verkauft. Ja, war das da, wo Sie mit so einer blond gefärbten Zuchtel da waren, mit so aufgespritzten Schlauchbootlippen? Da habe ich Ihnen einen spritzigen Italiener verkauft. Nein, das war schon früher. Früher? Ja, war das nach Ihrem Urlaub in Thailand, wo Sie so eine schwere Syphilis gehabt haben? Jetzt nicht so laut. Da waren Sie beieinander, ich sag nur eins zum Sterben hergerichtet. Da meine ich, haben Sie es gescheit krachen lassen mit Ihren Thai-Hosen, gell? Ohne mein Schwert Spanier, da waren Sie ja glatt hops gegangen. Nein, das ist schon länger her. Noch länger? Aber war das in der Zeit, wo Sie so getrunken haben? Zoffen, kann man direkt sagen. Jetzt. Das darf man doch laut sagen, also was Sie weggeschluckt haben. Ich hätte es ja nicht ein bisschen genannt, was Ihr damals täglich in sich reingelüttert hat. Nein, das meine ich nicht. Das meinen Sie nicht? Sie einander jetzt weggerissen bei dem Fusel? Nein, mein lieber Scholli, da waren Sie schon ganz unten, Herr Müller. Ich sag nur, Balkenbrunzer Mädchenschreck, Jahrgang 89, in der praktischen 2-Liter Familienpackung. Aber Sie haben ja auch ausgeschaut damals. Wie ausgeschaut? Ungepflegt, um nicht zu sagen. Obi-Bernd, gekranzelt hat, aber hat er sich nicht mehr gewaschen, der Herr Müller. Wir haben ihn ja in Loden gar nicht mehr reinlassen können, weil der so gestungen hat, der Herr Müller. Herr Müller, Herr Müller? Ja, was ist jetzt mit Ihrem Wein? Wollen Sie vielleicht den Ihre Ex-Freundin so gern getrunken hat, die mit dem Sadomaso-Studio? Was? Ja, so ein Schauwehr. Erika, wir lieben Peinlichkeiten.